In diesem Video zeige ich dir drei einfache Do-it-yourselfs, mit denen du einen langweiligen Tisch in etwas ganz Festliches verwandeln kannst. Viel Spaß dabei! Für dieses Video durfte ich mit der Firma Pilot kooperieren. Die feiern nämlich zurzeit den 20. Geburtstag ihrer G2-Gelschreiber und haben mir ein Set dieser tollen Stifte zur Verfügung gestellt. Zur Feier gibt es jetzt nicht nur meine Party-DIY-Ideen, sondern auch etwas zu gewinnen. Zum Beispiel eine Reise für zwei Personen zum Karneval nach Rio oder iTunes- und Eventim-Gutscheine und natürlich auch die G2-Gelschreiber-Stifte. Den Link zum Gewinnspiel findest du in der Infobox und in der Infokarte. Meine Daumen sind natürlich für dich gedrückt. Und jetzt geht's auch los mit dem Basteln. Diese Sachen benötigst du, wenn du die Ideen nacharbeiten möchtest. Ich habe mir als erstes meine vier Lieblingsfarben der Gelschreiber rausgesucht. Ich finde, die passen gut zusammen und passen auch ganz besonders gut in den Frühling. Dann habe ich mir noch eine Malvorlage aus dem Internet ausgedruckt mit so Mandalas und Blumen. Außerdem ganz einfaches weißes Papier, etwas zum Messen, zum Schneiden, zum Kleben, eine Nadel. Einfache längere Holzstäbchen sowie farblich passendes Stickgarn oder Wolle. Die erste Idee ist so eine einfache Papierwimpelkette. Ich habe mir eine Vorlage mit den Maßen 5x6 cm gemacht. Ich möchte aber, dass die quasi doppelt liegt, also dass man die dann auch gut zusammenkleben kann. Deswegen falte ich das Papier einmal in der Mitte, schaue, dass das Dreieck drauf passt und falte es dann auch nochmal mehrmals quasi quer, damit ich das Dreieck dann direkt öfter ausschneiden kann. Und jetzt kommen wir auch schon zum schönsten Teil, nämlich das Gestalten der einzelnen Wimpel. Ich habe mir gedacht, anstatt eben farbiges Papier oder Pappe zu nehmen, nimmt man dieses normale weiße Papier und gestaltet es einfach selber mit den Stiften. Ich habe hier eben so eine Vorlage genommen, damit das ja gleichmäßig wird, und ich fand auch das Muster total hübsch, aber natürlich kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen, vor allem wenn du auch ja im Malen oder Zeichnen begabt bist. Ich habe dann auf allen Wimpeln die gleichen Farben verwendet, allerdings das Muster immer so ein bisschen verschoben und auch quasi ja mit verschiedenen Stiften auf den verschiedenen Wimpeln verschiedene Teile ausgemalt, so dass irgendwie alles super gut zusammenpasst, aber trotzdem kein Teil genauso aussieht wie das andere. Jetzt kommen wir zu der Kette der Wimpelkette. Dafür habe ich einfach drei Farben von dem Stickgarn genommen, die gut zusammenpassen. Oben eine Schlaufe gemacht, da kann das dann später gut befestigt werden. Und dann einfach eine ziemlich lange Zeit geflochten. Und jetzt müssen die Wimpel nur noch an die Kette gebracht werden. Einfach mit Prittstift die unteren Ecken vor allem ja, festkleben, so lassen sich die Wimpel auch später noch verschieben und das für alle wiederholen. Und schon ist das erste Party-Deko-DIY fertig. Kommen wir zur Tischdeko. Ich habe hier wieder ein ganz einfaches DIN A4 Papier und das werde ich jetzt quer falten, also die lange Seite immer so etwa einen Zentimeter umfalten. Dann einmal umdrehen, wieder 1 cm umfalten, wieder umdrehen, wieder 1 cm umfalten und so weiter, bis ich am Schluss angekommen bin und so eine Art Fächer entstanden ist. Und jetzt macht man die ganze Arbeit sozusagen wieder rückgängig, indem man den Fächer wieder auffächert. Und jetzt kann man jede zweite Falte farbig anmalen. Und zwar immer die Falte, die dann sozusagen nach oben schaut. Ich habe das einfach wieder abwechselnd mit den Farben und Stiften, die ich mir rausgesucht habe, gemacht. Das bekommt dann am Ende so einen ganz zarten, streifigen Look, den ich auch super schön, besonders eben für den Frühling finde. Und dann wird das Ganze wieder zusammengefaltet. Was ganz praktisch ist, ist, dass man aus so einem DIN A4 Papier ziemlich genau 6 relativ gleich große Teile bekommt, nämlich a 5 cm. Die habe ich mir angezeichnet und dann die Teile getrennt. Die einzelnen Teile werden jetzt einfach an der Schnittkante einmal abgerundet. Und für die einzelnen Deko-Elemente, die wir bauen, braucht man jeweils 3 Teile. Deswegen ist es eben praktisch, dass man aus einem DIN A4 Papier 6 Stück bekommt. Dann kann man nämlich 2 kleine daraus basteln. Jetzt nimmt man sich die einzelnen abgeschnittenen Teile, knickt sie nochmal in der Mitte zusammen. Und dann kann an jeder Knickkante sozusagen einmal etwas Kleber aufgetragen werden und das Ganze wird dann zusammengeklebt. Und jetzt sieht man auch endlich, was es am Ende wird,
nämlich so eine Art kleine Papierblume. Und diese Blüte braucht natürlich auch einen Stiel oder einen Stängel. Dafür nimmst du jetzt einfach das Holzstäbchen, das auch natürlich mit Kleber einschmieren und befestigen. Und fertig ist die Dekoblume. Für die nächste Idee brauchen wir wieder ein DIN A4 Papier und auch das wird wieder so oft wie möglich gefaltet, dass eine runde Vorlage drauf passt, zum Beispiel ein Glas. Dann kannst du das Glas einmal abzeichnen und eben ja so viele Kreise wie möglich gleichzeitig ausschneiden und die werden dann wieder mit der gleichen Methode wie schon die Wimpelkette gestaltet. Hier bei dieser runden Form eignet sich natürlich auch ganz toll eine Blume, die habe ich mit den Stiften abgezeichnet und auch wieder eben verschiedene Farben miteinander vermischt und dann verschiedene Kreise gestaltet. Die Kreise verbinde ich jetzt wieder mit Stickgarn. Hierfür habe ich mir diesmal zwei Farben ausgesucht und die auch gar nicht miteinander verknotet oder verflochten, die einfach nur in eine dickere Nadel eingefädelt und jetzt verbinde ich die Kreise, indem ich einfach immer einmal von oben in einen Kreis einsteche und dann auf der gegenüberliegenden Seite von unten wieder rauskomme. Und so fädle ich die ganzen Kreise einmal auf die Schnur auf und das ergibt dann, wie ich finde, eine sehr individuelle Tischdeko. Die letzte Idee ist im Prinzip eine Mischung aus der zweiten und der dritten Idee, also so ein kleines Papierblümchen zum Aufstellen. Die kann man auch ganz gut irgendwie in einen Kuchen zum Beispiel reinstecken oder in Brownies. Dafür nimmt man einfach zwei der Kreise, klebt die zusammen und befestigt zwischendrin eins der Holzstäbchen. Und jetzt kann das Ganze auch dekoriert werden. Und so einfach wird aus einem langweiligen weißen Tisch eine richtige Party-Deko. Ich hoffe natürlich, dass dir meine Ideen zu dem Thema gefallen haben und dich auch dazu inspirieren, für deine nächste Party selbst kreativ zu werden. Dabei wünsche ich dir natürlich ganz viel Spaß und ich hoffe auch, du hast Lust, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Den Link findest du, wie gesagt, in der Infokarte und in der Infobox. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich mich freuen würde, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Um keine neuen Videos oder Anleitungen zu verpassen, abonniere den Channel. Du kannst DIY Mode auch per Newsletter abonnieren, dann bekommst du E-Mail-Post, wenn es Neuigkeiten gibt. Falls du noch gar nicht alle Videos kennst, dann stöber doch mal in meiner Playlist oder schau dir das Video hier unten ganz speziell für dich an. Viel Spaß!